Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Sword of Mana. Nicht verwechseln. Ja, wir waren hier stehen geblieben im Kneipilzwald und wir wollten uns natürlich hier verdrücken. Diese Pilzhut-Attacke kommt relativ schnell raus, kann das sein? Na gut, die Attacke von der Sichel braucht immer einen Moment zum Starten. Oh, noch ein Level. Was nehmen wir denn? Okay, Magier ist voll. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar zufällige. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann mache ich die zuerst. Okay, wir haben Abwehr, Intelligenz und Angriff. Das ist nett. Und hier kommen wir zum Kaktushaus. Ja. Da können wir jetzt, glaube ich, was sehr Schönes machen. So. Die Heldin verschleppt. Der Schattenherrscher hat die Kathedrale in Bände angegriffen und das Mädchen entführt. Wie schrecklich, wie soll es weitergehen? Das ist eine gute Frage, kleiner Kaktus. So. Held oder? Welche Waffe oder Rüstung willst du bearbeiten? Also wir können jetzt, ne, zwei verschiedene Arten der Bearbeitung nehmen. Zum Beispiel beim Schwert mit der Menos-Bronze oder beim Schwert. Weiß ich nicht. Okay. Wir gucken mal nach Rüstungen. Ich hätte halt gerne so eine richtig schöne Lederrüstung. Dementsprechend nehme ich mir mal Lederrobe. Da habe ich wahrscheinlich noch zu wenig von. Ach, da steht auch immer das Ergebnis. Ah, okay. Ich verstehe. Dann gucken wir doch mal, was wir für die Sichel machen könnten. Nur eine Bronzesichel. Aber da geht doch bestimmt was bei dem Bogen. Ein Eichenbogen, klar. Nö, geht leider nicht. Dann versuche ich mal ein bisschen neu zu schmieden. Ich hätte zum Beispiel gerne mal ein besseres Schwert. Ah, hier können wir auch tempern. Das heißt, hier verbessern. Ziehen und Angriff. Ja, ich überlege gerade noch ein bisschen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Mach ich mal. Ich finde das auch interessant. Element, nix. Nö, hat nix. Nö. Hier können wir, wie gehabt, tempern. Das heißt, verbessern. Härten. Härten heißt es ja tatsächlich. Aber ich gucke erstmal, bis ich ein paar mehr Materialien habe. Dann mache ich mir neue Rüstungen. Das wird awesome. Der kleine Kaktus schreibt wieder was. Das Lesen war natürlich immer schön, wenn wir hier wiederkommen. Ja, hervorragend. Hier haben wir immer noch nicht alle Zettel abgegeben. So, einmal speichern. Ach, Heino ist das. Och, sicher jetzt erst. Huch. So. Haben wir jetzt alle? So, ist ja bei Wichtige. Nee.
Wo sind wichtige andere Objekte? Wichtige Objekte? Werbezettel. Einen haben wir noch. Ach, Mist. So, und schön raus. Ja, dann habe ich euch den Schmied nochmal gezeigt. Ich wollte nämlich gar nicht nach Toppel. Ich wollte einfach nur zum Schmied. Jetzt wollen wir natürlich zur Geoshöhle. Ja, wir sehen schon, die macht deutlich mehr Schaden. Deutlich mehr. Oh ja. Oh, und mit dem Crit one-hitte ich. Sehr schön. Ich glaube, mit dem Härten, da können wir so oft härten, bis wir am Maximum sind. Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, ich muss irgendwo die Kette benutzen. Das war hier unten irgendwo, ne? Ja, genau. Kann ich das nicht von hier? Nee, ist wahrscheinlich viel zu weit. Ich probiere es trotzdem mal aus. Nee, passt nicht. Na gut, dann halt den beschwerlichen Weg. Ja, die Kette ist zum Beispiel viel schneller als die Sense. Das ist klar. So, sterbt an Kettenpilze. Jo, kaputt. Und hinüber. Hervorragend. So, jetzt will ich zur Geoshöhle. Das heißt, ich will erstmal in den Norden. Will ich hier nach Westen. Komm, ist gut jetzt. Schön am Schwert sind halt die Kombos und das macht das Ding einfach zu einer richtig mächtigen Waffe. Die Sicht ist natürlich cooler zum Zaubern. Definitiv. Muss, glaube ich, noch viel weiter im Norden. Ja. Viel weiter. Ich schaue auf die andere Seite. Genau. Jetzt brauchen wir wieder die olle Kette. Hier rüber. Dann ist es nicht mehr weit bis zur Geoshöhle. Meine Güte. So. Einmal hier hoch. Ein paar Gegner nehme ich noch mit. Einfach für die Erfahrungspunkte. Jo. Da haben wir es auch schon. Hier bin ich ja letztes Mal einfach nicht weitergegangen. Einfach in die Geoshöhle noch nicht zu spoilern. Oh, da klingelt es an der Tür. Ich glaube, meine Frau geht ran. Ja, tut sie. Das ist wahrscheinlich noch Post. Okay. Ja, damit haben wir die Geoshöhle erreicht. Beziehungsweise erstmal die Geos-Fassade. Sollen wir mit Mitri reinkommen, aber wie funktioniert das denn? Ich warte mal ganz kurz, bis der Postbote wieder weg ist. Uff. Oh, dieser edle Glanz. Wenn ich nicht aus Stein wäre, würde mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Was? Die Höhle lebt? Wow. Au. Hä? Bin ich im Inneren von Geos? Ja, wir wurden soeben verschluckt. Und wir kriegen eine total epische Musik. Im Inneren von Geos. Hier ist das Licht ein bisschen seltsam. Hallo. Du
blöder Igel. Der denkt sich wahrscheinlich auch gerade, you're too slow. Na komm, gib mir irgendwas Nützliches. Okay. Wundersam. Sehr cool. Das ist in der Tat nützlich. Oh nein, Höllenaugen, Höllenaugen. Ah, shit. Wow. Das ist uncool. Hier will ich definitiv meinen Bogen benutzen. Und einmal da hochspringen. Ich will mal kurz auf Illumi wechseln. Ah, tolle Wurst. So langsam habe ich das Gefühl, die Kette hat auch Stichschaden. Und ich habe das Gefühl, dass diese Augen verdammt böse sind. Huch, ach, jetzt meldet sich mein AVG. Au. Boah, auf die muss ich echt höllisch aufpassen. Wie gemein sind die bitte? Krass. So, jetzt kann ich mal testen, ob das Stichschaden ist. Ja, ist Stichschaden, definitiv. Ich hätte es auch einfach nachgucken können, aber das wäre zu langweilig. Empirische Studien, in denen ich meine Gegner zerlege, sind doch eh viel interessanter. Uiuiuiui. Ist auch noch mit Fallen und Metabällen. Uiuiui. Die Höhle wird noch ein bisschen anstrengend, glaube ich. Okay, da haben wir zweimal Wucht. Oh, ich glaube, wir kriegen eine neue Waffe. Ja, wir kriegen eine neue Waffe. Wir haben nämlich keinerlei Wuchtschaden. Da vorne brauchen wir nochmal unseren Kollegen Feuer-Djinn. Okay. Sehr schön. Oh, Marmor. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Und großer Samen. Das ist auch auf jeden Fall immer gut. Komm, ist gut jetzt. So kann man es regeln, tatsächlich. Komme ich von hier ran? Jawohl. Okay, das lief halbwegs akzeptabel. Da komme ich nirgendwo hin, sehe ich gerade. Naja, wenigstens haben wir noch eine Stufe erreicht. So, noch mehr Geschick, ein bisschen Weisheit, ein bisschen Abwehr. Ich gucke immer nach den random Sachen. Ach, ihr seid Klinge. Ich dachte, als ich die geschubst habe. Naja. Reden wir nicht davon. Ist okay, alles ist in Ordnung. Ah, aua. Okay, die machen tatsächlich Schaden, wenn sie mich einquetschen. Oh Gott, wie groß ist das Ding bitte? Beziehungsweise wie verwinkelt. Ich hoffe nicht zu sehr. Okay. So. Was? Bist du nicht Feuer? Doch.
wollte gerade sagen. Eieiei. Geos Höhle ist gar nicht mal so ungefährlich, würde ich sagen. Huch, das wollte ich nicht. Was geht denn hier noch alles ab? Immer noch so eine Fetteule. Da unten waren die Items. Hier kommen wir... Ah, noch eine Truhe. Sehr schön. Nice. Noch mehr Marmor. Was auch immer wir mit Marmor anstellen können. Gute Frage. Also, mehr Tierfeld, dann können wir uns bald eine Lederrüstung schmieden. Wie auch immer das vonstatten gehen soll. Man weiß es nicht. Ne, mal gucken. Lederrüstung könnte ganz interessant werden. Unter die fette Eule tauche ich einfach durch. Das sieht teilweise sehr seltsam aus. Wie komme ich da unten an die Kiste? Komm ran. Jung. So. Hast es bald. Ja, das sieht okay aus. Ja, so komme ich an die Kiste. Au. Meine Güte. Mach halt noch mehr Schaden. Ich bin verwirrt. Meine Steuerung ist umgedreht. Ah. Stahl. Sehr schön. Damit können wir nachher viel anstellen. Ach, von da komme ich. Nee, ist okay. Ja, die Geoshöhle ist halt lebendig, ne? Man merkt's. Aua. So, Bogen ist gut. Ich mag den Bogen wirklich sehr gerne. Gute Reichweite und alles. Naja, doch. Schön. Sehr gut. Was ist mit dir kaputt? Voll langsam, ey. Sieht kurios aus und dieses Flackern geht mir ein bisschen auf den Keks. Du denn? Gnome? Ah. Gaius. Okay, so heißt er. Ahaha, du bist der erste Mensch, den ich seit Jahren gesehen habe. Das ist ein Mana-Geist. Hey, das ist ein Typ. Ich hocke ja schon seit über 50 Jahren und habe die ganze Zeit nicht einziges Mädel zu Gesicht bekommen. Ist das nicht eine steinerweichende Geschichte? Lass mich mit dir mitkommen, wir können einen drauf machen. Ja, ist okay. Also hier hat auf jeden Fall Lies, beziehungsweise die Heldin, einen anderen Dialog. Keine Sorge, ich rette dich. Ich muss hier so schnell wie möglich raus und ein paar süße Dinger kennenlernen. Ja, definitiv einen völlig anderen Dialog. der müsste eigentlich... Ah, ich kann gerade... Ja, ich weiß... Ich muss jetzt manuell wechseln. Hier kann ich mich nicht buffen. Wahrscheinlich macht er meine Verteidigung hoch. Ja, natürlich. Ich lass mal meinen Heilzauber. Der ist mir doch ein bisschen zu nützlich. Aua. Das war Unfug. Brauche ich doch Gaius, beziehungsweise Gnome. Immer dieses Wechseln. Jetzt haben wir's. Denkst du, ich sehe dieses Geheimding nicht, ja? Ja? Spiel? Please? Spiel? Okay. Wunderbar. Und wir sind draußen. Es geht voran. Ach, guck mal an. Da haben wir doch Chipper. Chipper! Kannst du hier bloß so seelenruhig abwarten? Hm?
Du hast mir auch so viel Zeit gelassen. Ich habe ja bloß auf dich gewartet. Hast du wenigstens etwas gelernt? Auf meinem Weg hierher habe ich einige Zwerge, die Waffen an das Imperium verkaufen, getroffen. Ah, das ist ihr Leben. Ich habe ihre Lebensweise kritisiert. Ich konnte nicht verstehen, wie sie Waffen ans Imperium verkaufen können. Dann haben sie mir Fragen gestellt. Trägst du nicht selbst ein Schwert? Wozu dient dein Schwert? Mhm, und dann? Ich habe begriffen, dass sie mich nicht anders sehen als den Schattenherrscher. Waffen und Mana-Geister sind nur Werkzeuge. Was zählt, ist, wie man sie benutzt. Es scheint, als hättest du tatsächlich etwas gelernt. Das Luftschiff wird am Westersee notlanden. An Bord gab es schon Probleme. Überlass es ruhig, Lies. Nun denn? Wollen wir aufbrechen? Ah, aber vorher, kommt raus, ihr alle! Kommt näher und esst. Zollt dem Leben, das geopfert wurde, neuen Respekt, euren Respekt. Das Leben fließt durch uns alle, durch Monster, Mavoin und Menschen. Mana ist der Ursprung von allem. Es steht dir nicht zu, zu sagen, jemand verdiene den Tod. Denn viele, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil an der Hand. Bei der Hand. Ich danke dir für deine weisen Worte. Chipper hat sich dir angeschlossen. Nice. Das ist so ein richtig krasser Typ. Glaube ich. Ich glaube, der hatte, ja genau, einen Stab und entsprechend die Magie. Huch, ich wollte die Kiste öffnen. Da sehe ich doch was glitzern. Gib mir das. Wassergeode erhalten. Sehr gut. Wahrscheinlich habe ich tausende von den Dingern übersehen. Mindestens tausende. Ich muss mal gucken. Okay. Hier unten ist nix. Chipper kommt hier nicht runter. Ist aber auch ein komplizierter Weg, muss man einfach mal sagen. Wo sind denn die Monster? Warum? Warum zückst du deine Waffe? Hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Alles okay bei dir? Oh je, hier haben wir Wölfe. Und die können wir natürlich im Fernkampf schön platt machen. Okay, kein Ding. Auch die Soldaten sind schnell erledigt. Und wir haben die Klaue erhalten. Jawoll. Und auch die hat eine Combo. Die ziemlich cool aussieht, muss man sagen. Na, ich glaube, wir haben abgehoben. Jetzt gibt es kein Zurück. Übrigens, den Zwischenfall, den hier Lies hervorgeführt hat, den können wir natürlich selber spielen, wenn wir den weiblichen Charakter spielen. Das weiß ich. Jetzt haben wir auch eine Wuchtwaffe. Ist das hier irgendwas? Nein. Okay. Ah, hier geht's auf jeden Fall runter, so wie es aussieht, oder? Jawohl. Und wir schnappen uns natürlich diese Kiste. Zwei. Wir können hier raus, wenn wir die Fensterscheibe einschlagen. Das ist gut zu wissen. Tierfell? Sehr cool, wir kommen der Lederrüstung immer näher. Bohnen. Ich glaube, die Lederrüstung hat nochmal viel bessere Ausweichwerte und alles. Und bevor wir das Fenster rausgehen, wollen wir uns natürlich hier zu Ende umgucken. Ich glaube, das hier könnten wir noch eventuell frei... Ah, ja. Ach Gott, nein, nicht verwirren. Ach, uncool. Oh, ich muss mal gucken, wie der Zauber wirkt. Hey, kurios. Moment. Einmal vor mich und dann... Ich versteh's nicht.
Ach Mann. Ich verstehe es wirklich nicht. Muss ich mal noch ein bisschen testen. Nee, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Und falls es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Natürlich einen Daumen nach oben. Abgeschnittener wäre ein bisschen eklig. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.